So, ja, der Bus ist gewaschen. Der Bus ist von Ihnen jetzt auch picobello sauber. Jetzt machen wir noch schön hier die Radkappen schön sauber. Polieren wir nochmal schön auf. Von der Winterspause, Corona-Pause oder wie auch immer. So, ihr seht, keine Mühen und Kosten werden gescheut. Dass, wenn wir dann die Reise anbieten, wo es dann hingeht, dass der Bus picobello sauber ist, dass ihr euch wohlfühlt. Und ja, und wohlfühlen tut man sich nur, wenn der Bus sauber ist. So, jetzt habe ich es einpoliert. Jetzt noch mit einem schönen anderen Lappen drüber. Und wenn ich mich dann in der Radkappe sehe, würde ich sagen, habe ich alles richtig gemacht. Also, weiß nicht, ihr seht ja vielleicht schon, es ist ein bisschen mehr Arbeit. Der Christian braucht immer ein bisschen länger. Die mobben mich hier auch schon so ein bisschen mit dem Grinsen dabei. Ich bin schon wieder zu gründlich. Aber das ist mir, ja, ich will nicht sagen scheißegal, es ist mir egal. Gleich, wenn der Bus fertig ist, so ihr seht, picobello sauber. Gleich machen wir noch ein schönes Meeting, was wir anbieten können für euch endgültig. Dann ein paar Freigaben noch holen und alles, was dazugehört, wovon ihr gar nichts mitbekommt, dass ihr in den nächsten Wochen schöne Tage habt. Wir sehen uns, macht's gut.